Das neueste Gesicht beim FC Augsburg heißt Abdulrahman Baba und kommt aus Ghana. Der 20-Jährige sorgte zuletzt beim Zweitligisten Greuther Fürth für Furore. Beim 5:1 gegen Nürnberg schoss der Linksfuß 2 Tore. Doch nur wenige Stunden nach dem Sieg im Derby ist Baba ein Spieler des FCA. Ein durchaus kurioser Transfer. Das war natürlich fantastisch für mich. Erst 2 Tore zu schießen und dann am nächsten Tag nach Augsburg zu kommen. Vor dem Spiel gegen Nürnberg wusste ich noch nicht, ob der Wechsel zustande kommt. Was ich damit sagen will, dass ich erst im Derby treffe und danach wechseln durfte, das war einfach großartig. Vor 2 Jahren schnupperte Baba mit Fürth bereits Erstligaluft. Beim FCA soll er den nach Hamburg abgewanderten Matthias Ostschulek auf der linken Abwehrseite ersetzen. Der Teamgeist beim FCA hat den Neuzugang gleich überzeugt. Mein erster Tag hier war einfach toll. Jeder Einzelne hat mich herzlich begrüßt. Die Jungs sind wirklich nett. Ich denke, alle hier mögen mich. Daher versuche ich, mich so schnell wie möglich ins Team zu integrieren. Seit wenigen Tagen ist Augsburg also Babas neues Zuhause. Seine Ortskenntnisse sind jedoch noch ausbaufähig. Ich bin noch nicht so oft durch die Stadt gelaufen, aber ich habe sie mir natürlich schon einmal angeschaut. Es gibt viele schöne Gebäude und die Atmosphäre gefällt mir auch. Nach der Pokalblamage in Magdeburg zählt in Augsburg nur noch die Bundesliga. Und da hat Baba Großes vor. Im Moment zählen für mich nur Siege. Ich glaube, dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Denn Augsburg ist eine dieser Mannschaften, in der man noch einen Schritt nach vorne machen kann. Außerdem ist die Bundesliga eine größere Herausforderung als die zweite Liga. Bis 2019 steht der ghanaische U21-Nationalspieler in Augsburg unter Vertrag. Bis dahin will er seinen Teil dazu beitragen, die Erfolgsstory des FCA weiterzuschreiben.